Hallo, ich bin der Jens. Und wie ihr wisst, habe ich 33 Jahre im Gefängnis verbracht. Das ist so eine unfassbar lange Zeit, dass ich jetzt in diesem Video versuchen möchte, das ein bisschen zu veranschaulichen, indem ich euch von den Geschehnissen in der Außenwelt erzähle und die in all diesen Jahren stattfanden und dann das in Verbindung bringe zu meinen Erlebnissen in der Haft. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser euch ein Bild davon machen, was 33 Jahre wirklich bedeuten. Fangen wir an mit 1986. Das war das Jahr, in dem ich verhaftet wurde und verhört wurde und ein falsches Geständnis ablegte und dann angeklagt wurde für Capital Murder, Kapitalmord, Mord unter Androhung der Todesstrafe. Das fand bei mir statt, in meinem Leben. Für euch da draußen war das größte Ereignis von 1986 wahrscheinlich das Reaktorunglück von Tschernobyl. Und das hat ja auch wirklich die Weltgeschichte verändert. Und auch viele Menschen haben ihr Leben verloren. Und gerade Deutschland hat auch schwer darunter gelitten durch die Strahlung, die rüberkam aus der Ukraine. Damals noch die Sowjetunion. 3 Jahre nach meiner Verhaftung, 1989, fiel die Berliner Mauer. Große Zäsur in der Geschichte wieder, die ich mitbekam aus den englischen Zeitungen, denn ich war ja in England in Auslieferungshaft. 1989 war für mich das Jahr, in dem das Europäische Gericht für Menschenrechte dieses Urteil fällte, das mich schließlich vor der Hinrichtung im elektrischen Stuhl rettete. Darüber habe ich ein Video gedreht, das könnt ihr euch angucken. 1990, das war das Jahr der Wiedervereinigung. Aus zwei Deutschländern, Westdeutschland und Ostdeutschland, wird ein Deutschland. Und es war das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Rom. Deutschland wurde Sieger. Für mich war 1990 das Jahr des Fehlurteils. Mir wurde der Prozess gemacht in Virginia. Es war erst der zweite Prozess in der US-amerikanischen Geschichte, der live von Anfang bis Ende im Fernsehen übertragen wurde. Es gab nur einen davor in Kalifornien. Meiner war der erste an der Westküste. Und dieser Prozess endete in einem Fehlurteil. Und ich wurde zu 2 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Für etwas, was ich nicht getan hatte. 1991, das war das Jahr, als die allererste Webseite der Welt ins Internet kam. Auch wieder welthistorische Bedeutung. Für mich war 1991 das Jahr, in dem ich beinahe vergewaltigt wurde. Das war ein schlimmes Erlebnis einerseits. Andererseits hatte ich unfassbares Glück, dass die Vergewaltigung dann nicht durchgeführt wurde. 1992 war das Jahr, in dem das erste Handy zum Verkauf angeboten wurde. Auch das hat ja unsere Welt verändert. Und für mich war 1992 das Jahr, in dem ich anfing, als Kredithai zu arbeiten im Gefängnis, um mich selber vor weiteren Angriffen zu schützen, durch Mithäftlinge, die mich vergewaltigen wollten, habe ich mich zusammengetan mit 2 besonders fiesen Typen, Chuck und Arthur, und habe mit denen zusammengearbeitet im Kreditteilgewerbe. Da konnten die anderen Häftlinge sehen, dass ich Chuck und Arthur wichtig war und haben mich in Ruhe gelassen. Das hat mir 5 Jahre lang das Leben gerettet, muss man sagen. Das war 1992 für mich, die große Entwicklung dort. 1995 wurde das Rauchen im Flugzeug abgeschafft. Bis dann konnte man im Flugzeug rauchen. Kaum vorzustellen heutzutage, aber so war das damals. Für mich war 1995 das Jahr, in dem die Anwaltskammer eine Entscheidung getroffen hat, in meiner Klage gegen meinen eigenen Anwalt. Ich hatte meinen eigenen Anwalt angeklagt bei der Anwaltskammer 1993. 1995 kam es dann zu einer Entscheidung. Wenn ich mich recht erinnere, gewann ich in 3 von 4 Punkten. Ihm wurde seine Zulassung weggenommen
Und mir wurde ein Teil des Geldes erstattet, welches er von mir gestohlen hatte. Dazu könnt ihr übrigens einen Link finden. In den Kommentaren habe ich dann angeheftet einen Link. Das ist das einzige juristische Verfahren, was ich in meiner gesamten amerikanischen Haftzeit jemals gewonnen habe. Ich habe einen Prozess verloren, alle Berufungen, alle Verfassungsklagen, alle Anträge auf Bewährung, alle Unschuldsanträge, alles habe ich verloren, außer diesen einen Klage gegen meinen eigenen Anwalt vor der Anwaltskammer. Das war 95. 1997, bei euch da draußen, zwei wichtige Ereignisse. Lady Diana, Princess Diana, starb in Paris mit Dolly Fayette in diesem Autounglück, in dem Tunnel. Und Google ging online 1997. Für mich war 1997 das Jahr, in dem meine Mutter starb. Und das war richtig schwer für mich. Ich hatte sie seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, denn sie hatte Probleme. Sie war krank und konnte nicht mehr reisen. Sie hatte am Anfang meiner Haftzeit hat sie mich mehrmals besucht, aber in den letzten Jahren konnte sie nicht mehr reisen. Und 1997 ist sie gestorben. Und das war schlimm. Das war schlimm. 1998 war das Jahr, in dem Helmut Kohl zurücktreten musste, wegen der Parteispendenaffäre. Auch eine ziemlich einmalige Sache in der deutschen Geschichte. Für mich war 1998 ein Jahr, in dem gar nichts passiert ist. Und das ist etwas, was wirklich vielleicht für euch schwer vorstellbar ist, aber das ist eigentlich das Normale für die allermeisten Häftlinge, dass es ganze Jahre und Jahrzehnte gibt, wo gar nichts passiert. In meinem Leben in der Haft ist eine ganze Menge passiert, aber es gab auch Jahre, so wie 1998, wo einfach nichts passiert ist. Einfach nichts. 1999, das war das Jahr, in dem es zu dem Bundeswehreinsatz in Kosovo kam. Das war auch eine Zäsur in der deutschen Geschichte. Das war der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat die deutsche Politik sicherlich verändert. Und 1999 war das Jahr, in dem der erste Flachbildfernseher verkauft wurde. Bis dahin hatten alle Fernseher diese riesigen Röhren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Für mich war 1999 das Jahr, in dem es zu einer Anhörung kam bei der zweithöchsten Ebene der Bundesverfassungsgerichte in den Vereinigten Staaten. Meine damalige Anwältin Gail Sterling Marshall vertrat mich da in einer Verfassungsklage vor dem gesamten Gericht. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das nennt sich en banc. Und die Prozessbeobachter, die dabei waren, waren so beeindruckt davon, dass sie ihr danach gratuliert haben, dass sie ihren Mandanten offensichtlich rausgehauen hatte aus dem Gefängnis. Und dann kam natürlich die Entscheidung, dass der Antrag wieder abgelehnt wurde und ich saß noch 20 weitere Jahre ein. Aber ich erinnere mich noch gut daran, dass eine Weile lang sah es so aus, als ob ich tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren würde. Dass mir würde Gerechtigkeit widerfahren. Aber es kam dann doch nicht so. Das war 1999. Im Jahr 2000, das war natürlich die Jahrtausendwende, machen sich alle Leute furchtbare Sorgen um ihre Computer. Für mich war das Jahr 2000 das Jahr, in dem ich im Supermarkt zu Orleans Ridge mit einer Gummipatrone angeschossen wurde. Darüber habe ich ein Video gedreht, könnt ihr euch angucken. Kein besonders gutes Jahr. Der Supermarkt war wirklich, wirklich schlimm. 2001, das war das Jahr der Angriffe des 11. September in New York und in Washington, als Al-Qaida die Vereinigten Staaten angegriffen hat, hat ja auch die Weltgeschichte verändert, führte zu
unfassbar vielen Toten und zu Kriegen und allen möglichen schlimmen Sachen. Für mich war das Jahr 2001 das Jahr, in dem es zu einem Streit kam zwischen meinem Vater und mir. Mein Vater hatte mich 15 Jahre lang wirklich ganz toll unterstützt, in jeder Hinsicht. Während der Auslieferung, während meines Prozesses, während der ganzen Berufung und Verfassungsklagen, mein Vater war immer dabei. Und dann 2001 kam es zu einem Streit, da sagt man so, das passiert in den besten Familien. Leider passiert es auch in meiner und ich habe seitdem keinen Kontakt mehr zu ihm. 2002, das war für euch das Jahr, in dem der Euro eingeführt wurde. Kann man es wohl so sehen, nicht? aber sicherlich ein wichtiges Jahr in der Wirtschaftspolitik. Für mich war 2002 wieder so ein Jahr, wo einfach nichts passiert ist, so wie 1998. Einfach nichts passiert. Jedenfalls nichts Erwähnenswertes, nichts, an das ich mich erinnern könnte. So ist das im Gefängnis. 2003, vielleicht die wichtigste Entwicklung in der Geschichte Deutschlands, die ich heute Abend erwähnen werde. Deutschland sucht den Superstar. Zum ersten Mal im Fernsehen Premiere. Was könnte wichtiger sein als das? 2003 war das Jahr, in dem für mich mein erstes Buch veröffentlicht wurde. Das hieß The Way of the Prisoner, wurde vom Lantern Books Verlag veröffentlicht. Ja, das war das erste von letztlich 6 Büchern, die ich während der Haft veröffentlichte und 4 Übersetzungen. Das begann alles 2003. 2005 war das Jahr, in dem zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Frau ins Bundeskanzleramt gewählt wurde, Angela Merkel. Wie wichtig das war, das wissen wir alle. Für mich war 2005 allerdings wieder so ein Jahr, in dem es eigentlich nichts zu erwähnen gibt. Es ist einfach ein weiteres, vollkommen totes Jahr, so wie 1998 und wie 2002. Es ist einfach nichts passiert. Ein verlorenes Jahr, ein ganzes verlorenes Jahr, wie so viele verlorene Jahre. 2006, das Sommermärchen in Deutschland. Zum ersten Mal, vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg, erlebte Deutschland sich selber als, ja, nett und liebenswert. Sicherlich auch ein wichtiger Punkt in der deutschen Geschichte. Für mich war 2006 das Jahr, in dem einerseits mein drittes Buch veröffentlicht wurde und das gewann dann auch einen kleinen, sehr kleinen, aber immerhin einen kleinen Literaturpreis. Und 2006 wurde uns allen, meinen Anwälten und Unterstützern, uns wurde allen klar, dass ich wohl nie auf Bewährung entlassen werden würde. Denn eine Bedingung, eine Vorbedingung für einen Bewährungsantrag ist ja, dass der Antragsteller, also der Häftling, Schuld eingestehen muss und Reue zeigen muss. Und ich konnte ja nicht Schuld eingestehen und ich konnte ja auch keine Reue empfinden für eine Tat, die ich nicht begangen hatte. Und das wurde uns 2006 dann so allen so richtig klar. Die Anträge auf Entlassung, auf Bewährung sind eigentlich eine Zeitverschwendung. 2007, bei euch da draußen, war das Jahr des ersten iPhones von Apple. Und ich erinnere mich noch, dass ich das damals in den Zeitungen gesehen habe, in dem Magazin, im Gefängnis, dieses nagelneue Ding von Apple, dieses iPhone, dieses Wunderding. Ich habe jetzt eins. Nicht das, aber immerhin. iPhone 7 habe ich, glaube ich. Das war bei euch da draußen. Bei mir 2007 war das Jahr, in dem meine Anwälte und Unterstützer anfingen mit diesem ersten Haftüberstellungsantrag, weil eine Entlassung auf Bewährung so unmöglich erschien, bemühten wir uns nun darum, mich verlegen zu lassen von dem amerikanischen Gefängnis in ein deutsches Gefängnis.
Und das hätte für mich den Vorteil gehabt, dass ich dann nach meiner Überstellung in ein deutsches Gefängnis danach sehr bald entlassen worden wäre. Ja. Und 2007 war das Jahr, in dem sich zum allerersten Mal deutsche Medien wieder anfingen, für mich zu interessieren. In den 17 Jahren zwischen meinem Prozess 1990 und 2007 hatte man mich in Deutschland vollkommen vergessen. Tatsächlich war der erste Artikel, der veröffentlicht wurde in Deutschland, hatte den Titel Vergessen hinter Gitter. Man kannte mich gar nicht mehr in Deutschland. Aber 2007 änderte sich das. ZDF kam, Johannes B. Kerner kam, es kam eine ganze Reihe von Berichten in den Zeitungen und so weiter. Und dadurch baute sich ein deutscher Freundeskreis auf, der mich dann in den folgenden 12 Jahren unterstützte. Das waren ganz, ganz tolle Menschen, die sich in Deutschland für mich eingesetzt haben, als ich noch im Gefängnis war in Amerika. 2010, hier in Deutschland, war das das Jahr, in dem dieses schreckliche Unglück stattfand bei der Love Parade in Duisburg. Ganz viele Menschen sind gestorben. Schlimme Sache. Das wurde übrigens auch in den amerikanischen Medien berichtet. Das habe ich auch dort mitbekommen. Für mich war das Jahr 2010 das Jahr, in dem ich beinahe entlassen worden wäre. Ein demokratischer Gouverneur ordnete meine Überstellung nach Deutschland an. Und wie gesagt, ich bin ganz kurz danach freigelassen worden. Aber dann gab es eine Amtsübergabe und der republikanische Nachfolger des demokratischen Gouverneurs hat das sofort alles rückgängig gemacht. Und das ist das erste und einzige Mal in der Geschichte des US-Bundesstaats Virginia, wo sowas stattgefunden hat, dass ein Gouverneur die Entlassung eines Häftlings, die von seinem Vorgänger angeordnet worden war, am dritten Amtstag rückgängig macht. War noch nie passiert. Aus rein politischen Gründen. Die beiden waren in verschiedenen Parteien und die Demokraten und Republikaner mögen sich nicht. Und er wollte ihm einfach eins auswischen. Und er wischte ihm eins aus, indem er meine Überstellung und Entlassung stornierte. Und ich saß dann 9 weitere Jahre im Gefängnis. Das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn dieser Republikaner das nicht gemacht hätte. Das war das Jahr 2010 für mich. Das Jahr 2015 war in Deutschland das Jahr der Flüchtlingskrise. Da erinnert ihr euch vielleicht an diese Menschenmengen, die in den Bahnhöfen Deutschlands ankamen aus dem Nahen Osten, hat ja Deutschland verändert, diese Entwicklung. Für mich war das Jahr 2015 das Jahr, in dem mein zweiter Antrag auf eine Haftüberstellung abgelehnt wurde. Dieses Mal von einem demokratischen Gouverneur. Der wollte keinen Ärger und nahm den, politisch leichteren Weg aus der Situation und lehnte den Antrag ab. Das war natürlich für mich richtig schlimm, denn ich konnte keinen anderen Ausweg sehen. 2016, das war für Deutschland natürlich das Jahr, in dem Deutschland die Weltmeisterschaft in Rio gewonnen hat. Das habe ich übrigens auch gesehen, das wurde im amerikanischen Fernsehen übertragen. Amerikaner sind ja keine so großen Fußballfreunde, aber diese Spiele wurden übertragen. Für mich war 2016 das Jahr, in dem mein amerikanischer Anwalt Steve Rosenfield einen Antrag auf eine Unschuldserklärung eingereicht hat, unter anderem auf Grundlage der DNA-Beweise. Da fing ich also an, wieder Hoffnung zu schöpfen. 2017 war das Jahr, in dem in Deutschland die Ehe für alle eingerichtet wurde. Auch eine ganz große Entwicklung, die übrigens auch vielen meiner Freunde jetzt in Deutschland zugute kommt. Ich war da in meinem vorvorletzten Jahr der Haft in Amerika. 2017 war das Jahr, in dem sich eine ganze Reihe von Polizisten für mich interessiert haben und dann meinen Antrag auf eine Unschuldserklärung unterstützt haben, öffentlich. Und auch der Bestsellerautor John Grisham und der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff ist sogar von Deutschland nach Virginia geflogen auf eigene Kosten, um vor dem Bewährungsausschuss auszusagen, zu meinen Gunsten.
Und der Botschafter Dr. Peter Wittig war auch da. Das war eine ganz wichtige Sache. Tja, und 2 Jahre später wurde ich dann entlassen. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen, was 33 Jahre wirklich bedeuten.